Was glaubt man, Osi Fighter Oseri? Und bevor wir mit dem Part hier weitermachen, habe ich in den letzten Tagen gesummt im Stream. Die Sums würde ich euch gerne am Anfang zeigen und danach sehen wir uns wieder hier im, ja, in der Story und machen mal hier weiter. Viel Spaß bei den Sums und bis gleich. Was glaubt man, Osi Fighter Oseri? Und wir sind im Stream, wollten eigentlich hier gechillt Super Dragon Hero spielen, aber dann wollten wir quasi die Osi Fighter Summons sehen. Ich kann natürlich bei Sums nicht Nein sagen. Ich meine, wir haben nicht so viel, wir haben halt 18 Gold-Tickets, die werden wir raushauen. Da könnte der ein oder andere Charakter vielleicht droppen. Wir haben uns dazu entschieden, hier bei Set 2 zusammen, richtig? Warum? Wir hätten Bock hier auf den bösen Saint Kamba, warum nicht? Und Uigoku, falls der Job. Aber auch in Set 1 eventuell wegen dem Evo Vegeta. Fuß auch wirklich sehr, sehr gut, auf jeden Fall, so ist nicht. Jedenfalls, eigentlich hätte ich auch Daishinkan gerne. Falls noch was übrig bleibt, jene vielleicht auch auf den Daishinkan. Also, haben wir hier, hauen wir erstmal Multi raus, oder? Nee, lass erstmal hier langsam anfangen. Zwei schöne Singles. Erstmal ein bisschen warm machen, gucken, was hier abgeht. C21. C21 glaube ich gar nicht mal so schlecht, oder? 4 Sterne, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Greifer angefasst am Start. Was in Runde 3 kann. Okay, Runde 3 kackt denn. Was Kraftstufe des Gegners kann nicht über 5000 steigen. Okay, nicht schlecht. Außer mit alle Gegner gesenkt. Okay, die ist echt nicht schlecht für Runde 3, sehr schön. Ja, guter Pull für den Singsam, oder? Na klar, 4 Sterne kackt da. Hol dir 3 normale Tickets für 2 Multis. Ah, schon zu spät, sorry. Stimmt, hätte ich holen können, ne, mit den Shards. Egal, nicht schlimm, nicht schlimm. Okay. Hab im ersten Single LR Kamba bekommen, nice. LR Kamba sagt er schon. Habe ich gerade LR Kamba gelesen? Nee, ich habe LR Kamba einfach, habe ich gesagt, keiner weiß. Jetzt im Multi, wir sind, in welches Set sind wir? Set 2. Okay. Ja, auf den ersten Blick. Der Goku da ist vielleicht nicht schlecht. SS, ja okay, wir haben, ja okay, 3 Sterne waren das höchste. Annehmen würde ich sagen, oder? Ansage beim ersten Mutti, 6 Karten von Evo oder Uigoku. Kam leider nicht, kam leider nicht. Egal, ja, wir machen mal ein bisschen weiter. War das gerade eine US-Karte? Ich weiß gerade gar nicht. Die Artworks von manchen Karten sehen schon geil aus. Solche, der sieht, das sieht geil aus, auf jeden Fall. Unsere Gadget-Tickets sind gleich weg, Freunde, aber gleich kommen wir zu den richtigen, seltenen. Zu den seltenen Tickets. Du hast sogar 15 Teilen gehabt, heißt du hättest immer noch genug für Multi-Up-Trip. Ja, ist nicht schlimm, ich behalte diese Shards eher für ein seltenes Ticket. Vielleicht bekommen wir noch. Warte, ich guck mal gleich nochmal rein. Ah, nee, ja. Vielleicht können wir noch einen holen, aber 2 seltene Tickets zu lernen, glaube ich, schwierig. Bad and Bujin. Der war doch gerade recht gut. Okay, nice, sehr schön. Merk ich mir. Im dritten seltenen Ticket bekommst du Vegeta. Schau mal. Ich. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz, ob wir noch irgendwas holen können mit dem Shards. Ja, ein seltenes Ticket holen wir noch. Was sagt ihr, wie teilen wir sie auf, Freunde? Wie viel in Set 2, wie viel in Set 1? Ich würde sagen, wir machen weiter in Set 2. Wie viel Singles hauen wir da raus? Warte, wo bin ich jetzt hin? Kartengadget, genau. Und wir wollen jetzt seltener Gadgets verbrauchen, richtig, richtig. Ich mache jetzt erst, nicht seit, nee, Multi machen wir erstmal nicht, aber ein Multi brauchen wir zu. Weißt du, lass erstmal die neuen Singles an sich raushauen und dann gucken wir mal. Oh! Dreifacher Vegeta oder was? Einfach, es ist so geil an Heroes, oder? Da gibt's einfach alles. Promokarte, okay, annehmen. Im letzten Single so Jiren. Jiren? Wie kommst du auf Jiren? Multi in Set 1? Okay, dann gucken wir mal, hauen wir mal hier das. Okay, dann. Oh, den habe ich schon. Shit. Egal. Dann hauen wir mal hier. Ja, die Singles raus und den Multi in Set 1. Ist das unser Plan? Let's go. Der wird das geil, habt ihr den auch. Sehr schön. Das ist ein Kakarotto hier an der Stelle. Set 1 Multi, okay, lass uns das so machen dann. Bardock senkt die Ausdauer der Gegner auf 0 einmal mit Elite Charge drauf und sie sind gestunt. Sehr schön. Welcher Bardock war das? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Der Base von Bardock, den ich zuletzt bekommen habe, oder was? Oh my. Supporterin? Was? Sie ist zum ersten Mal. Zum ersten Mal sehe ich mal als Supporterin. Okay, keine Effekt. AE-Tempo bei allen Gegnern stark erhöhen. Das ist gut, das ist nicht schlecht. Unterstützungseffekt hat kein Angst pro Kampf zweimal. Okay, zweimal pro Kampf kannst du das machen. Ja, wenn man ein AE-Tempo-Team spielt, warum nicht? Wenn man zum Beispiel den. War das Kalken Vegetto? Kalken Vegetto, wenn man den hat, der tut ja auch AE des Gegners erhöhen. Wenn man die mit dem spielt, dann ist der Trip. Da braucht der Gegner auf jeden Fall Glück, dass ihr dann an der Stelle richtig tippt. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht, sehr schön. Jiren Owari da.
Kriegst du gleich Kamba? Oh, sind das die Kamba Calls, Freunde? Watashi wa Kamba des. Daydrinks. Base vom Xenobarak. Okay, merk ich mir, dankeschön. Lol, Insekten. Oh nee, da schreibt einer, ist er bei euch auch off? Nee, alles gut, oder? Ich bin noch live. Live ist too short for viel. Bitte. Ah, Mann! Jetzt kommt Eovigit Uyegoku. War Evo nicht in dem Set 1 Banner? Wir sind noch. Ich sah noch hier bei Set 2 die ganze Zeit, oder? Ja, tatsächlich. Ach so, ihr meint die Karte. Okay. Ja, auf der Uyegoku-Karte ist auch Evo Vegeta. Okay, jetzt verstehe ich. Okay, ich war kurz auf. Ich hoffe, alles passt. Oh, die Legende! Die Legende. Fusion aus Mr. Satan und Goku. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe im Budokai, das war krank. Freunde! Hashtag 1 Singlesum, danach gehen wir rüber ins Set 1. Habt ihr mir ein Hashtag 1 Singlesum im Chat, Dorinio? Hashtag 1 Singlesum. Das ist der Hashtag 1 Singlesum. Shit. C18. Schade. Multi hauen wir raus, ne? Also, Hashtag One Last Multi. Und was kriegen wir? Ich sehe nichts. Ich sehe schon was. Aber auch irgendwie nichts. Oh, jawohl. Wir haben den Gogeta bekommen. Den kann ich mit Cell kommen. Oh mein Gott, dieser Bardock. Guck mal, wie krank der aussieht. Oh mein Gott. Der ist geil. Wie gesagt, in der Kombi mit Cell Xeno. Wenn ihr die beiden Runde 1 rausstellt, denn durch Cell Xeno bekommt man ja nicht mehr als 1000 Schaden und dann aktiviert quasi dieser Effekt von ihm, Dauer auf dreifache Schaden. Ne, Dauer auf dreifache eigene Kraft und Kraftstufe sowie komplette Ausdauererholung. Sehr schön. Sehr gut. Und. Ja, okay, das ist ein geiler Pull. Leider kein SEC. Ich glaube kein SEC. Ne, leider kein SEC. Aber nicht schlimm. Also die Sache ist halt, es gibt so viele Karten, es kommen ja auch noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie krank. Angus muss Super Nimbus wechseln und Schwerchen mit Kiesel für so einen eigentlich verstärkt den Effekt. Ass hebt Schaden und kannst du das auch nur einmal. Am Ende der Stärke kann fast andere Zeit auf Schaden, wenn Kraftschub des gegnerischen Teams 12.000 höher ist. Okay. Nur eine Runde 3-4-fache eigene Kraftschub irgendwie. Okay. Der sieht so geil aus. Son Goku, Xeno, Vegeto am Start. Kaliflades! Olle, annehmen! Ab und zu mit Partner fusionierend um Zeitfahrkraft. Oh, die wird zu Kale. Kefla, sehr schön, wenn Kale im Team ist. Nice. Und den Vegeta, ja, kühler Blick, HF. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Der Gogeta war ein sehr guter Pull. Das freut mich. Da kann ich den in mein Team auf jeden Fall noch involvieren, sag ich mal. Ja, Leute. Haben wir noch da vielleicht ein. Ja, ist da noch ein. Ist da noch. Ist da noch hier ein Ticket übrig? Oh, zum Abschluss kommt halt the real one last single sum. Wie konnten wir das vergessen? Also, dann bedanke ich mich jetzt schon mal fürs Zusehen. Beziehungsweise im Stream dann vielen Dank, dass ihr am Start wart. Danke für den Vorschlag auf jeden Fall. Hauen wir noch the real one last single sum raus. Und es ist... Keiner kennt den. Genau, so viel zu den Summons. Wie gesagt, den Gogeta habe ich gezogen. War auf jeden Fall nice. Aber den spiele ich vorerst mal nicht. Weil ja, ich bei dem auch nicht weiß, was zeigen darf und was nicht. Hey, Hallöchen, Süße, jetzt komm mal ran. Jetzt die Revanche hier, Toa. Ich habe viel in diesen Plan investiert. Ich kann ihn nicht einfach aufgeben. Und nur damit du Bescheid weißt, das wird keine Wiederholung vom letzten Mal. Seit unserem. Ach, das ist jetzt dunkle Toa. Oh, my, my lady. Oh, my. Und genau aus dem Grund musst du leider dran glauben. Außerdem schulde ich dir noch gründlich Dresche, oder? Ja, versuch's mal. Komm ran. Gerne doch. Oh je, oh je. So, jetzt erstmal eine Sache, habe ich vergessen, Netzpart noch am Ende nachzuschauen. Wegen King Vegeta, wegen dem einen Zubehör, was ich da verwechselt habe. Würde ich gerne mal ganz kurz nachsehen, Freunde. Deck prüfen und euch zeigen, was ich meine, oder? King Vegeta selbst bekommt pro Gegner auf dem Schlachtfeld nach der Angriffsphase eine Heldenenergie für das eigene Team. Da, so sollte es sein. Als Angreifer, genau, am Ende der Stärke-Kampfphase pro gegnerischem Angreifer plus... Ein Heldenenergie für eigenes Team. Kraft der dunklen Maske. Ne, das war's doch. Das war's doch verdammt normal. Oder verwechselt sich gerade total. Macht Magie-Kraft-Schulkampf also mindestens. Ne. Was verwechselt sich da gerade die ganze Zeit? Hä, bitte? Den wir jetzt mit Runden. Nein, ich hab. Ne, das war's. Okay, ne, dann war alles richtig.
Dann verwechsel ich legit hier. Ja, doch, nee, dann passt alles. Hä, wieso habe ich das verwechselt? Weil das so komisch beschrieben war, glaube ich, in der Fähigkeit. Guck mal gleich, wenn wir das. Wir werden das mal gleich sehen. Hä? Okay, okay. Okay, okay. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. So, und zwar. Okay, jetzt war es mit 0 Heldenenergie. Ich sollte 1 bekommen. Oh nein, nicht so. Ich sollte eigentlich 1 bekommen jetzt durch Toba. Weil nur die draußen ist. Kraft und irgendwas mit Maske ist das, ne? Ich hab das. Oh mein Gott, ich hab da übel Käse erzählt im letzten Part dann. Das ist das nicht. Erst jetzt, wenn wir angreifen gleich. Nach Ende der Kraftphase. Dann habt ihr schon gestimmt auf jeden Fall im letzten Part. Da hab ich ein bisschen Käse erzählt. Und zwar jetzt kommt das gleich. Kommt zuvor noch was anderes. Macht eine Magie. Das ist von dem Zuber, das weiß ich. Oder nee, keine Ahnung. Hey, dann jetzt hier Kraft und Masse. Ja, ja, das ist nur komplett. Das ist nur die Kurzversion. Okay, das hat mich irritiert. Hat mich irritiert. Okay, sorry dafür. Oh nein, Schadenserhöhung aufheben. Oh oh, wir werden jetzt nicht viel Schaden machen. Wieso habe ich eigentlich eine vorgeschickt? Keiner weiß. Das frage ich mich gerade. Ah, gar nicht schlimm. Oh, okay, das ist nicht gut. Das hat einen Konter gegen Berserker Goku. Oder an sich Runde 2, weil ich tue ja meinen Schaden um zweifach erhöhen. Und das annulliert das eben. Das ist ein Konter, direkter Konter gegen mich dann. Und ein paar Charaktere haben das, genau. Deswegen machen wir nicht so viel Schaden, wie ihr seht. Egal, nicht schlimm. Runde 2 sollten wir trotzdem hoffentlich. Oh, schade, das gut schaffen. Ich will Helena die Tor. Die hat auch sofort ihre Super Attack. Oh mein Gott, wir müssen das. Ich hoffe, ich kann das. Gewinnen jetzt den AI-Tank. Oh oh, okay. Ja. Oh mein Gott. Ah, war shit. Oh oh. Okay, den Ultra-Abschluss haben wir eh nicht drin. Oh. Okay. Ja, ja, Lady, jetzt mach mal langsam. So. Oh, der hat meine Heldenenergie gesenkt. I don't wanna know. Egal, das ist gerade alle raus. Kampfmodus aus. Ja, ich will auf jeden Fall zuerst angreifen. Let's go. The Death Machine, keine Ahnung. So, Riesenmodus weg. Genau das. Alright. Ja, perfekt. Die sind auch schon gut zusammen. Dann machen wir das Ganze so. Ja, trotzdem so. Hoffentlich bekomme ich die runter. Trotz dessen, dass sie da Schadenserhöhungen annulliert. Aber meine CAAs sollten hoffentlich trotzdem noch reichen. Ich hoffe es. Schauen wir mal, schauen wir mal. Boah, jetzt habe ich voll Heldenenergie, nice. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Fressen Sie das. Boah. Sehr gut. Ja, die sollten wir runterbekommen. Also spätestens nach den CAs dann hoffentlich. Nein! Oh, was habe ich gemacht? Hä? Okay, komisch. Ah, was ist das? Oh mein Gott, sehr schön. Sehr, sehr gut. Ja, okay, nice. Sehr schön, sehr schön. Sehr gut! Der Sägertrachen aus total Eskalation. Nice, und hat mit Tor auch besiegt jetzt. Ja. Sie kam zurück, die Lady, aber hat auch nichts gebracht. Sorry, tut mir leid. Gut, jetzt. Ich sollte Musik aus sein. Ja, ja, denkst auch nur, du bist vorbei, Mate. Versprich, ohne viel Aufwind zu geben, dann verschone ich dich. Ein Girl wie du will mir Gnade zeigen, dass ich das erleben darf. Abgemacht, wegen diesmal Plan sowieso im Eimer. Ja, komm an. Okay, auch rein, danke, ciao. Immer eine kurze Klappe. Amore. Ciao rein, auch rein. Das ist gerade.
Naja, dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Genau. So. Wie geht es jetzt weiter? Das ist die Frage. Also hier kommen wir so nicht weiter, aber wir machen jetzt oben weiter. Tor hat sich verlaufen, diese Barbaren haben sich verlaufen. Oh nein, der hat sich wieder verlaufen. Ich habe keinen Bock, gegen ihn zu kämpfen, bitte nicht. Der soll jetzt nicht nach links gehen, bitte. Ich habe keinen Bock gegen den, ich meine es völlig ernst. Kannst du bitte zieh Leine, Junge? Nein! Ich will gegen den nicht kämpfen. Ich will gegen den nicht kämpfen. Ich habe keinen Bock gegen den zu kämpfen. Das ist total useless jetzt. Der soll weg. Der soll einfach nur weg hier. Ja, danke. Eine kurze Sache, die ich. Ich muss es kurz wissen. Ob ich verwechsel, glaube ich, da wieder ein, zwei Sachen. Also das mit Vegeta. Okay, das war jetzt richtig gegen Vegeta. Genau. Kraft der dunklen Maske, richtig. Der hat nämlich mächtiger Prinz als Tralala. Aber was macht du Magie? Genau das war das. Okay, das war das. Okay. Dann habe ich es richtig im Kopf gehabt. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Gut, ich bin wieder da, Leute. Das ist ja noch immer noch die Session vom letzten Part. Ich bin frisch von meinem Schönheitsschlaf aufgewacht. Mittagsschlaf. Keine Ahnung, manchmal schlafe ich einfach. Also manchmal bin ich so kaputt, dass ich einfach einpenne auf dem Sofa. Ich kann es auch nicht verändern. Was soll ich machen? Komfort, aber nicht schlimm. Jetzt sind wir hier am Start mit Dragon Ball Heroes. Oh. Jetzt endlich mal mit Janemba, jetzt jetzt! Ich glaube, er will in die Verlängerung gehen. Wir müssen die Stärke angreifen. Oh, Moment. Sinnoh Vegeta, die Potara, die hat schon vergessen. Wollen wir mal wieder die. Oh mein Gott. Hä, mit dem Ohrring? Breit Trunks, das ist das erste und letzte Mal, dass wir das machen, kapiert? Wie, mit Vegeta fusioniere ich mich? Ey, mit Trunks! Mit Trunks! Oh mein Gott! Komm ran, Junge! Einfach, der hat einfach keinen Bock auf Karotte gehabt. Hat sich mit Trunks fusioniert. Oh, Vegex. Vegex. Okay, komische Nase. Ich bin der Fusionskrieger Vegex und werde dir den wahren Saiyan-Stolz demonstrieren. Unglaublich, ich hatte die Potara so mit angesehen. Ja, von der Scheibe bist du so, die sind komplett fusioniert. Wenn ich mit dir fertig bin, ist kein Atom mehr von übrig, Janemba. Wie brutal die Fusion einfach. Ey, fokussieren Sie mich. Hallo, danke. Wie brutal die Fusion einfach war, wie Gekex. Oh, ich habe nicht gelesen, was ich machen muss. Shit. Das kann man hier nicht nachschauen, oder? Nee. Shit. Ah, Mann, ja. Egal, was soll's. Scheiße, oh Mann. Ja, nicht schlimm. Selber schuld, was soll ich machen? Nicht schlimm. Jetzt, Janemba, zeig mal drauf. Zeig mal, was du drauf hast. Janemba ist auch Eskalation einfach, ne? Wie heißt die Charakter? Ich hab's vergessen. Oh Gott, wie ist der Tal? Ist irgendwas in Klammern noch irgendwas. X, oder? Cell X. Und das ist doch der, die Art. Janemba X. Perfekte Sinnoh. Ja, sind auch so Sinnoh eigentlich. Janemba Sinnoh, glaube ich, so gesehen. Ja, guck mal, Cell genau doch auch sowas. So ein Dragon Ball in der Post. Machen alle auf Omega schon lang. Keiner weiß. Der hat aber sehr viel Leben, ey. Aber soll trotzdem klappen. Wir fallen jetzt hier. Let's go. Ey. Diese Geräusche macht er. Habt ihr das gehört? Dililililil mit dem Dad. Alright, jetzt mach's mal weg hier. Sehr schön. Kakarotto, ja. Und das sollte dann eigentlich. Das sollte das eigentlich dann regeln hier. Let's go. Oh, was mache ich?
Okay. Was? Bitte? Ja, meine CA muss das klären. Oh, ja, ist Glück. Oh mein Gott, was? Okay, doch nicht. Super Telefon erklärt das. Sehr, oder? Komm schon. Ja, perfekt, sehr schön. Sehr gut. Gut, jetzt hoffentlich Janemba mal besiegt. Ich bin gespannt nämlich, was nach Janemba kommt. Wir haben ja eigentlich am Anfang Broly gesehen. Viel waren Broly so gesehen. Gut, du hast dich mit dem Falschstein angelegt. Pech für dich. Die dass sie für den Portalversuch gebraucht haben, ist auch die andere. Das ist auch fragwürdig, oder? Aber. Jetzt komm schon, sag mal Broly. Sag mal, wir sind noch fast kurz vorm Ende der Map, mehr oder weniger. Ursprokkoli. Oh, jetzt ist interessant, glaube ich. Okay, Dimensionskiss. Jetzt guck mal hier. Oh oh. Broly. Bist du da? Broly. Kack. Spür unsere Macht. Die Ohren haben uns im Hintern gerettet. Ich darf nicht vergessen, mich nachher bei der Kölschen der Zeit zu bedanken. Oh, jetzt. Was für diese gewaltige Kika nur. Kakarot! Oh mein Gott. Einfach, die haben einfach grün gemacht, auch die Hautfarbe. Ist das nicht Broly? Der Irre ist auch hier. Es ist egal, wer die Ausführung ausspricht, wir können nicht verlieren. Kakarot! Oh, das war knapp. Kakarot! Ah, verdammt, dann Mist, warum ich? Du hast Schreppen Karat, oder? Nur ich, nur hier bin ich hier. Kakarot, nu! Hat er noch einen Latten am Zaun? Nein, definitiv nicht. Oh mein Gott, irgendwas ist hinter mir. Seltsam, so ist da, aber Broly greift mich an. Außerdem, ich werde diesen Muskelpaket vernichten. Was passiert? Seltsam, dass die Fusionszeit nämlich doch gar nicht erreicht. Das muss daran liegen, dass ich noch nicht wieder ganz gesund bin. Tut mir leid. Lol, ja, immer welche Ausreden, ey, unglaublich. Oh oh. Lass ihn in Ruhe, du blöder Schwachkopf. Oh lol. Das ist Osaru und nicht Kakarot, ey, danke. Ja. Oh oh. Notlauf! I'm never gonna dance again. Guilty feeling, got no rhythm. Notes! I don't wanna know. Der lacht einfach. Oh oh, ich eskaliere jetzt. Nicht in dem Anzug, bitte. Ich frag mich eh die ganze Zeit, warum ich diesen beschissenen Anzug anhab. Ich will es ändern. Ich krieg's nur nicht gebacken, es zu ändern. Beziehungsweise habe ich nie nachgeschaut. Der ist nämlich jetzt in Super Saiyan gegangen, mein Avatar, aber in diesem Müllanzug. Oh, jetzt perfekt, lieben Dank. Dankeschön, dass du den Anzug geändert hast. Jetzt sind wir Super Saiyan geworden vor lauter Rage. Er ist zum Super Saiyan geworden. Wie ist das möglich? Wusste ich's doch. Du entkommst mir nicht, zumindest nicht lebend. Kakarot! Halt mal die Fresse, einfach Super Saiyan 3. Habt ihr euch erschreckt? Spaß, weiter geht's, let's go. Wir sind in den höchsten zwei Runden. Ja, easy, easy, das schaffen wir. Ich bin jetzt zum Super Saiyan geworden. Zeno ist am Start, okay. Eskalation würde ich sagen, aber sowas von. 32.000 Leben hat er, hat viel Leben. Okay, guck mal. Zubereshi. Raus mit euch, let's go. Oh oh, Sharingan. Mach doch, komm, Super Saiyan Rebel, was hast du schon drauf? Zeig's mir. Mehrmals angreifen, aber wie oft? Was heißt mehrmals? Oh oh. Komm her. Es. Zweite Mal, okay. Zum zweiten Mal angriffen. Es. Holle. Oh, heute haben wir Glück, du. Vielleicht sollten wir direkt mal zusammen gehen. Bitte. Spaß. Hey, jetzt ist er, habt ihr das gesehen? Nice. So, jetzt
Zweite Runde, jetzt müssen wir besiegen. The Legend of Kampfmodul. Weg. So, alle raus. Ja. Danke. Sie kommen mal hier. Und Dankeschön. Jetzt. Eskalation. Alle haben ihren Super-Deck. Sehr schön. Außer bei Sekuka, aber so hat den gleich bekommen. Nachdem ich doch Heldenenergie bekomme. Und ja, so. By the way, es macht auch was aus, warum ich so viel Schaden mache, weil auch ihr habt gelesen vielleicht. Cooler senkt dadurch, durch dieses Aufschachtelmodus oder Aufgeschachtel, wie das auch immer heißt, die Abwehr des Gegners auf 1. Das ist mal auch was. Oh, was war das? Konter geeignet. Kann, sagt mir nicht, dass Broly kontern kann oder so. Egal, komm mal ran. Nice, sehr schön. Spawn ist bereit, gut. Oh! Ja, danke. Total vergessen. Goldene Supernova. Wie cool. Oh, nice. Ich dachte, ich hätte es verfehlt. Oh, Raksha das Glock. Bam. Jetzt. Nein! Ah, ich sterb. Jetzt müssen wir die CAs nutzen. Oh. Okay, schon am Start. Nice. Jetzt noch aber. Broly sollte das auf jeden Fall überleben. Danach aktiviere ich mal die CA von Goku. Kann ich leider nicht zeigen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Genau. So, KO, genau, jetzt. Oh, Super Rainbow erhalten, sehr schön. Sehr gut. Jetzt haben wir den auch besiegt, den Broly. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Dackel zu sagen hat, nachdem ich hier geraged bin und zum Super Saiyan wurde. Nicht, dass der einen draufsetzt, ne? So. Ich hoffe, das war noch nicht alles wegen der Super Saiyan. Ich bin noch lange nicht mit dir fertig, mein Freund. Ja, aber wir sind leider hier fertig, Freunde. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Das nächste Mal sehen wir dann, wie es weitergeht. Und das nächste Mal kommt dann hoffentlich Super Saiyan 4 Broly, eigentlich schon. Ich bin euch drauf gespannt. Bisher bekommt er wahrscheinlich eine Maske von wem auch immer. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Bis dann. Peace.